Neue Westfälische. Weil wir hier zu Hause sind. 8 Tage Trainingslager liegen hinter Norbert Meyer und seiner Mannschaft. Eine Zeit, die viele Erkenntnisse gebracht hat, in der einiges passiert ist und um die es ja auch, wie allseits bekannt ist, einiges an Wirbel im Vorfeld gab. Wir haben mit Norbert Meyer nochmals im Videointerview über die Gemütslage seiner Mannschaft hier im Hotel gesprochen, über die Testspiele, die beiden Neuzugänge sowie seine Erwartungen für die Restsaison. Den Traum des Präsidenten Hans-Jürgen Laufer, 2 bis 3 Jahren in die Bundesliga aufzusteigen, kann der Chefcoach allerdings nicht wirklich viel abgewinnen. Norbert Meyer, schön, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben für uns. Sie waren in Ihrer Karriere als Fußballer, aber auch als Trainer schon in vielen Trainingslagern. Ich habe jetzt von Spielern gehört, das Hotel hier, die Bedingungen waren mit die besten, die Sie jemals hatten. Ging es Ihnen ähnlich? Können Sie das so bestätigen? Ja, wir haben es hier optimal angetroffen. Das ist schon eine tolle Herberge, wo wir hier untergebracht sind, ob es das Essen ist. Die Zimmer als solche, ich meine, hier kann man sich nur wohlfühlen und das Wichtigste ist für mich aber, dass der Platz auch in einem sehr guten Zustand ist, dass jede Trainingseinheit natürlich hier unter anderen Bedingungen durchgeführt werden kann als momentan in Deutschland und dann hat so ein Trainingslager seinen Sinn schon erfüllt. Es gab im Vorfeld einige Bedenken, Sorgen, Diskussionen innerhalb der Mannschaft, ob die Sicherheitslage hier, weil sie jetzt hier waren, hatten Sie das Gefühl, dass der eine oder andere mit dem Kopf noch ein bisschen woanders war, ein bisschen in Sorge war oder konnten sich wirklich alle auch voll hier auf den Fußball fokussieren und waren auch gedanklich voll hier? Ja, ich denke, mit Belegung der Zimmer hier im Hotel war eigentlich das alles verflogen und die Stimmung hat auch gleich dann diesen Punkt angenommen, wo alle bereit waren, auch hier gut zu arbeiten, dass da so eine gewisse Situation des Nachdenkens da war. Das ist auch völlig legitim, das steht auch jedem zu. Aber ich glaube, die Mannschaft hat hier dann doch gleich gesehen, dass hier nicht großartig Gefahr besteht. Ich meine, die kann überall auf der Welt bestehen zu gewissen Zeiten. Aber ansonsten ist hier wirklich für alles gesorgt. Sie waren nach dem Testspiel gegen Grödig und Zwickau auch nachher abends hier bei uns noch relativ sauer. Wie froh waren Sie dann nach dem letzten Testspiel gegen Budapest, dass Ihre Mannschaft eine wirklich gute, ansprechende Leistung gebracht hat, auch im Spiel nach vorne, wo es ja in der Saison ab und an mal noch gehakt hat? Ja, gut, das ist ja normal, wenn die Spiele nicht so verlaufen, wie ich sie mir vorstelle. Das hat doch nicht mal immer was mit dem Ergebnis zu tun, zumindest nicht in der Vorbereitung. Dann muss man auch mal sauer sein, das muss man auch mal zum Ausdruck bringen. Aber gestern war dann ein anderes Spiel, da haben wir wieder auch Elemente gesehen, die für unsere Mannschaft eben ganz wichtig sind. Und das haben sie dann wieder umgesetzt. Wir haben jetzt den Punkt, dass die Mannschaft natürlich auch müde ist. Wir haben viel trainiert, wir haben einen Tag mehr sogar, was die Trainingseinheiten angeht. Und wir haben ja durch diesen Doppelspieltag an einem Tag eben schon momentan Spieler dabei, die jetzt schon 2x90 Minuten in den Knochen haben, neben den tagtäglich stattfindenden Trainingseinheiten. Und deswegen sind natürlich schon etliche relativ müde. Aber das ist auch eine Geschichte, die sein muss in so einem Trainingslager. Viel schlimmer wäre es, wenn die Spieler jetzt kämen und mich fragen würden, wann wir dann endlich anfangen würden, mal richtig zu trainieren. Sie haben mit Francisco Rodriguez an die Vorgesamt ist noch 2 neue geholt, auch im Trainingslager für die Offensive. Sie hatten jetzt ein paar Tage Zeit, sich einen Eindruck zu verschaffen. Wie sieht der jetzt aus von den beiden? Wie planen Sie auch mit den beiden jetzt in der Saison? Wo können die ihre Mannschaft das Spiel noch verbessern, verstärken? Ja, grundsätzlich haben wir uns darüber vorher Gedanken gemacht, was die Spieler oder was das für Spieler sind. Das sollten wir auf jeden Fall uns vorher Gedanken machen. Nicht dann, wenn sie da sind. Rodriguez ist also schon eher ein Achter oder Zehner, der ja ein sehr, sehr guter Fußballer ist, der technisch sehr, sehr beschlagen ist, sehr wenig Bälle verliert. Aber auch da muss der Prozess klappen mit den anderen Jungs im Verbund. Vogelsammer hat gestern eine sehr ansprechende Leistung gebracht in der zweiten Halbzeit, war viel unterwegs, hat sich viel angeboten. Auch im Zweikampf, in der Rückwärtsbewegung auch Gas gegeben, was ja dann immer auch schon für die Trainer auch ein positives Gefühl ist. Sam mit David Ulm, Christoph Hellmann, jetzt auch noch 2 Spieler hier mit, deren Verträge jetzt zum Ende der Saison auslaufen. Wie sind da die Planungen bei den beiden? Wie planen Sie mit den beiden? Wie weit ist man jetzt vielleicht auch schon in Gesprächen? Ja gut, ich meine, das haben Sie ja schon gesagt. Der Chris hat hier auch seinen Anteil am Aufstieg mitgehabt. Er ist auch jetzt Stammspieler in der zweiten Liga. Ich meine, dass man mit solchen Spielern dann spricht, ist etwas völlig Normales. David hat auch gerade am Ende der Hinserie nochmal richtig zulegen können. Ist menschlich ein absolut
einwandfreier Typ, den so ein Mannschaftsgefüge auch immer gebrauchen kann. Neben der Tatsache, dass er natürlich auch vom Bielefelder Publikum sehr gut gelitten ist. Und deswegen, wir werden diese Gespräche angehen. 24 Punkte, Platz 12, jetzt mehr als ordentlicher Einstand in der zweiten Liga als Aufsteiger. Was glauben Sie, wie stehen die Chancen, dass man die Saison vielleicht nicht mehr allzu viel mit dem Abstieg zu tun haben könnte? Ja, die Chancen stehen gut, aber sie dürfen nicht dazu führen, dass du meinst, das ist schon vieles gelaufen. Es ist nichts gelaufen. Wir müssen weiter Gas geben. Die Spiele werden weniger. Gut rauszukommen ist schon ein Faustpfand. Sofort wieder drin zu sein, sofort wieder anzuzeigen, dass da nichts über uns geht, sodass wir da auch gleich ein gutes Gefühl wieder mitnehmen. Und da ist ja klar, du spielst jetzt gegen den MSV Duisburg, der ja auch logischerweise die Klasse halten will, die natürlich jetzt anfangen wollen, alles niederzureißen, was eben vielleicht so in der Hinrunde noch nicht geklappt hat. Dementsprechend müssen wir wach sein. Abschließende Frage. Präsident Hans-Jürgen Laufer hat ja gesagt, in 2-3 Jahren träume ich durchaus von der ersten Liga, auch bei uns im Interview. Wie denken Sie darüber? Setzt Sie das groß unter Druck in Ihrer alltäglichen Arbeit oder prallt das an Ihnen erstmal ab? Machen Sie so weiter wie bisher? Nein, das setzt mich nicht unter Druck, überhaupt nicht. Also ich freue mich ja, wenn der Präsident noch Träume hat. Das ist schön, solange das keine Albträume werden, sei ihm jeder Traum gestattet. Alles klar. Vielen Dank.